Leute, was geht ab zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von KillerTyp. Ja, ein neues Roleplay habe ich mir gedacht, nehme ich mal wieder auf. Und heute geht es um genau diesen Emote, und um den Teufel. Also freut euch und wir sehen uns gleich in der Runde drinnen. Ja, du bist selber ein blöder Verkäufer. Oh, Leute, diese Stadt macht hier nur Probleme. Was sind das überhaupt für komische Leute da auf den Autos? Diese ganzen Vögel hier, ich musste ja umziehen, aber sonst schaut die Stadt eigentlich hier auch sehr schön aus. Oha, was ist das für eine schöne Frau? Ich spreche die mal an. Hey, yo, weißt du, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Du bist doch echt ein hübsches Mädchen. Wollen wir mal so Burger essen gehen? Okay, passt. Dann gehen wir jetzt gleich hin. Dort, weil ich glaube, warte, komm mal mit. Ja, da vorne ist doch schon das Burgerlokal. Gehen wir mal dorthin. Ja. Ja, passt. Dann gehen wir mal dorthin. Ah, der Kellner kommt auch schon. Ja. So, hi, hier habt ihr euer Essen. Ja, passt. Danke. Lasst euch gut schmecken. Hier Entschuldigung. Okay, oh, was ist denn? Wer ist das? Dieser Bananenschub da hinten? Wer ist das, wenn ich fragen darf? Er ist ein Gast. Ein cooler Gast. Das finde ich auch. Okay, also für dich hier das Menü 12 und danke. Du hast deine komische Rap. Ja, ja, perfekt. Ja, lass dich gut schmecken. Ja, danke, dann essen wir das mal. Lecker. Ja, vielleicht gibt's doch... Ah, ich muss jetzt schon los. Du kannst ja auch das Handy weggeben beim Essen. Ja, ich muss jetzt kurz los. Ich muss schon los. Ich hab eine... Wer ist das? Hey, Rose, was machst du da? Ich... Du bist mit dem... Mit diesem hässlichen Typen? Natürlich nicht. Was soll das? Hallo, ich... Hey, du. Hä? Ich geb dir das gleich. Hallo. Mit meiner Freundin. Was geht denn hier? Oh mein Gott, Hilfe. Bitte. Sie können... Hä, was ist mit Ihnen? Das ist doch nicht Ihre Freundin. Sie ist einfach auf der Straße... Das ist meine Freundin. Das ist Rose. Was? Sie ist einfach auf der Straße rumgegangen und hat gesagt, dass sie halt so... Dass sie halt niemanden hat und... Nein, dass ich verfolge dich einfach. Bitte. Oh. Ehrlich, das zu sagen? Bitte, du kannst mich doch nicht so schlagen. Aua. Verdammt, die haben mich ja komplett zusammengeschlagen. Oh, kurz abputzen. Oh mein Gott. Was ist mit der? Die hat mich einfach voll... Hä, aber wir waren... Die hat doch gesagt, dass sie halt irgendwie alleine ist. Und ich bin komplett verletzt. Ich muss mal... Ich soll vielleicht ein Krankenhaus aufsuchen. Das ist da irgendwo da vorne. Ich gehe mal in Richtung... Oh Leute, ich habe jetzt schon so weit geschafft. Ah, ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ah, was ist das? Ah! Typ. Was? Ich bin der Teufel. Komm zu mir, ich habe einen Auftrag für dich. Hä? Ich schwebe. Ah! Ich kann doch nicht einfach... Ah, was ist das? Ah. Hä? Wo bin ich? Vater, ein neuer Gast. Ja, Tochter, ich habe ihn zu uns gerufen. Schirchentypen? Ja, das ist der Killertyp. Wer sind Sie? Ich werde jetzt mal runtergehen. Ah, da ist ja überall Feuer, hä? Wer sind Sie? Ich bin der Teufel. Und du bist Killertyp. Ja. Wieso liegen da Leichen und... und warum Waffe, hä? Das ist das Tor zur Hölle. Das da runter? Ja. Dann gehe ich da lieber nicht runter, hä? Du wirst dorthin müssen. Aber ich wurde von so einer komischen Frau betrogen und zusammengeschlagen. Was hat das aber alles damit zu tun? Und warum träume ich seit 5 Tagen von so einer komischen Sense, hä? Das ist dein Auftrag. Ja, das ist alles so komisch. Du musst mir die Sense des Verderbens bringen. Was? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel weißes Pulver genommen, oder? Ja, du solltest den Zucker weglassen. Ja, sicher. Aber ich verstehe das nicht. Und was bringt mir dann diese Sense? Entweder du bringst mir die Sense, oder du musst in die Hölle. Äh, äh, äh,
Okay, aber. Können wir nicht gleich in die Hölle schicken? Kann ich, weil ich bin ja ein Mensch, ne, und könnten sie vielleicht irgendwie so machen, dass ich halt mächtiger bin vielleicht? Geht das? Ja, ich gebe dir Kraft. Okay, warte. Ah, ich spüre irgendwas. Ah, Leute! Jetzt mein Gott. Du mit der Teufelskraft ausgerüstet. Jetzt gefällt er mir. Oha. Du kannst doch einfach... Heiß! Und wo finde ich diese Sense? Wissen Sie das? Du wirst es spüren. Okay. Ganz kurz noch, wenn du es nicht schaffen solltest, endest du wie die. Oh. Darf ich diese Waffe haben? Ja, okay, perfekt, dann gehe ich jetzt einmal. Leute. Viel Spaß. Leute, aber ich weiß nicht, ob du dich drauf baut. Ja. Aber Leute, wer war das, hä? Ich muss jetzt irgendeine Sense suchen. Dann werde ich mich. Ah! Dann mache ich mich mal auf den Weg, irgendeine Sense zu suchen. Das macht alles. Ja, Leute, ich habe mir jetzt mein Auto geschnappt und ich habe mich jetzt auch irgendwie schon wieder zurückverwandelt. Und ich habe meinen Freund auch angerufen und den werde ich jetzt mal abholen. Der arbeitet hier beim Big Shots und Kurve gut einnehmen. So, dann setzen wir uns halt mal daher. Hallo, Freund? Jo, was geht hier natürlich? Jo, habt ihr alles erzählt von dieser komischen Sense? Vom Teufel, ja, oder? Genau. Ja, dann fahren wir jetzt mal hin, weil ich habe auch irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich weiß, wo das ist. Nämlich, siehst du diese alte Fabrik dort ganz vorne? Boah, die große Fabrik. Ja, ich glaube, dass das irgendwie dort ist, aber ich weiß nicht. Fahren wir einfach mal dorthin, wir sehen uns, ja, dann sehen wir uns einfach. Ja, Freund, ich glaube, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott, was ist das? Was ist hier los? Mein Gott, wir werden hier gleich schön empfangen. Hier ist ja auch alles zu. Komm, steig mal aus, wir schauen uns mal um, wo wir... Sehr, sehr friedlich, die Menschen hier. Ja, voll. Wir müssen mal hier einbrechen irgendwie. Das geht da ja auch nicht. Warte, da ist ein Eingang. Da, komm her. Ja. Ah! Oh mein Gott. Was macht ihr da? Mein Gott. Wir müssen die Sense finden für den Teufel. Die bewachen wir. Warte, ich muss mich schnell verwandeln. Hopp. Wie schaust denn du aus? Ja, ich hab dir doch gesagt, ich hab was mit dem Teufel zu tun. Hände hoch. Ah. Ja, ich hab ihn gehittet. Schnell hier, ich geb dir eine Pistole. Nimm die. Okay. Darf keinen Alarm schlagen. Ah. Ja. Ja. Ich habe ihn gekillt. Ja, wir haben ihn. Perfekt. Sind noch Leute. Komm, geh mal rauf. Da ist jemand. Alles safen, alles safen. Alles müssen wir jetzt safen. Ja, safe. Siehst du irgendwas? Nein. Warte. Da ist eine Tür. Gehen wir mal dorthin, okay? Ich hör mal. Das ist, ah! Oh mein Gott! Nein, ich seh nichts, Leute. Da, ich hab's draußen. Ich glaube, das ist Giftgas. Geht's dir noch gut? Von draußen. Ja, da ist die Tür. Oh mein Gott, jemand muss uns vergiften. Hast du jetzt zumindest eine Öffnung? Gut. Ja. Warte, bleib du mal da, ich schau mal. Okay. Wo ist der? Ah! Da ist der Kontrollraum von diesem Ganzen. Ich schieß darauf. Ah! Komm, ich komme. Wer sind Sie? Oh! Alles gut. Ah, ich hab ihn gehittet. Geben Sie auf, wir wollen nur die Sense haben. Geben Sie auf und alles. Warte, ich habe so eine Macht, dass ich Leute zum Tanzen bringen kann. Ah, schießt auf. Ja. Oh nein, ich habe uns alle verwandelt. Nein. Ah.
Ah nein, ich treffe ihn nicht. Ja, du hast ihn, du hast ihn. Perfekt. Dann haben wir die Computer zerstört. Bleibst du hier unten und schaust, ob noch weitere Soldaten kommen? Wer sind sie? Wo war die? Da ist jemand. Wer sind sie? Oh, Hallöchen! Haben sie die Box? Welche Box? Da ist sie. Warte, da ist aber eine unsichtbare Wand, oder? Komm, wir haben das alles gut für das Tür. Ja, passt doch. Weiter auf, da ist jemand oben. Wehe. Lass mich rein, ich brauch die Sense für den Teufel. Ah, für diesen scheiß Teufel. Wer mag den schon? Ich mag nur seine Freundin. Okay, was, wenn du mir die Sense gibst? Du gibst mir die Sense und dafür gebe ich dir seine Freundin. Hä, und du schaust ja außerdem eh so aus. Als, ja, seine Tochter ist mir doch wurscht. Du schaust doch eh so aus, als würdest du zum Teufel gehen, hä? Warte, Schüsse! Freund, kümmere dich darum! Ja, okay. Nein, die sind unten, glaube ich. Okay. Lassen Sie mich jetzt durch. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir haben schon mehrere von ihren Freunden gekillt. Ich habe eine Idee. Wir machen so, du gibst mir dein Leben. Ja. Ich sehe. Und dann darfst du es zu senden. Stell dich, warte. Oder wir machen so, wir töten dich. Ab. Komm mit. Hüpf da raus. Der Weg ist in der Schlüssel. Nein. Oder wir machen sich, töte dich einfach. Einfach darunter. Dann gebe ich dir das Ding. Oder wir machen, wir töten dich einfach. Ist das was? Nein. Was ist sie? Was ist sie? Ist abgehaut. Warte, ich... Nein, wo ist sie? Schieß einfach auf sie, wenn du sie siehst. Ich breche das jetzt auf. Ah, aufbrechen! Ich bin drinnen. Ich öffne jetzt die Box mit der Sense. Mach das. Sie ist hinter mir. Glaubst du? Tür abspannen! Ich habe jetzt alle Riegel gemacht. Ich mache jetzt die Sense auf. Und? Das ist sie. Oh mein Gott, ich habe jetzt die Sense. So. Du hast sie. Ab. Ich habe sie. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ganz unten. Jetzt habe ich die Macht. Der Sense. Wo bist du jetzt? Ich bin ganz unten, wo unser Auto war. Perfekt, dann komme ich jetzt raus und wir bringen sie dem Teufel. So, endlich bin ich jetzt draußen. Diese Fabrik ist echt riesig. Was sagst du zu dieser Sense? Hm? Boah. Genauso wie ich mir vorgestellt habe. Und schaut, das ist die, wenn man dann die macht. Und schaut, man kann mit der so einen Angriff. Ja. Dann so rennen, ja. Ist echt krank. Damit könntest du wahrscheinlich jeden. Aber irgendwie sagt sie mir, dass ich noch nicht alles erledigt habe. Ich muss dich wahrscheinlich auch noch umbringen. Nein! Es tut mir leid. Jetzt habe ich die volle Macht. Jetzt werde ich direkt zum Teufel springen. Los. Ah! Ich bin da jetzt den ganzen Weg hergesprungen. Ich hoffe, dass mir jetzt der Teufel endlich... So! Endlich bist du jetzt warte. Dran. Oh, du hast die Sense. Natürlich, warte. Hört sie ganz kurz leise sein. Ich mag das genießen. Also... Ja... So, und du warte, bist das ist mein Freund. Nein, sie können runter mit dir. Nein, nicht in die Hölle. Nein, das wollte ich aber nicht. Gut gemacht, Tochter. Und jetzt gib uns die Sense. Und was bekomme ich? Du bekommst Leben. Raus jetzt. Aber sonst bist du der Nächste. Okay, aber ich könnte doch nicht einfach jetzt so. Wir können. Hast du uns nicht gerade gesehen? Ja, aber ihr könnt nicht einfach meinen Freund in die Hölle bringen. Ich habe noch immer dann in mir gespürt, als ich die Sense hatte, dass ich noch nicht fertig bin. Deshalb habe ich meinen Freund töten müssen. Ja, so. Das war ja auch ein bisschen gut.
Zock jetzt! Nein, niemals. Ich werde jetzt gegen euch kämpfen oder ihr. Oder lasst meinen Freund einfach frei. Ich hab. Sicher nicht. Soll ich ihn umbringen? Ja, töte ihn. Das geht nicht. Niemals. Hör auf. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein! Du kannst. Nein!